Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hof Bergmann im Projekt Alxes Lohnunternehmer. Wir haben endlich Autodrive mit dabei und wir haben auch ein neues, wie sagt man? Einen neuen Auftrag. Und zwar geht es um die Silphio Feld 4. Jetzt hat er das irgendwie. Ihm muss gehäckselt werden und muss in den Fermenter gebracht werden. Wir wollen aber, wenn wir jetzt schon losfahren, das Ganze natürlich direkt mit Autodrive ausstatten. Nee, geh weg. Der Record ist doch aus. Jetzt das Record an. Müssen wir das alles wieder löschen. Das geht ja gut los. Record. Und zwar, der Fermenter befindet sich auf der anderen Seite des Haupthofs der Hof Bergmann. Und da wollen wir das Ganze hinliefern. Wir werden jetzt erstmal kurz in Richtung Hof fahren. Das Ganze dann natürlich in Einbahnstraßenmanier. Und zurück kann jeder. Wohin nicht? Wir müssen immer an den Drescher denken. Der Drescher ist ja unser Kryptonit, sage ich jetzt mal. So, mach hier mal einen Punkt, das passt. Dann kann man hier nämlich Record wieder in grün machen. Und dann geht's jetzt zum Händler. Schön auf der Straßenseite bleiben. Ich glaube aber nicht, dass ich jemals hier irgendwelche Fahrzeuge treffen werden. Aber Obacht, ist die Modder der Porzellankiste oder wie sagt man das so schlecht? Es gibt auch für das Autodrive ein paar Regeln. Es gibt keine Feldrandkurse. Autodrive darf nicht zum Abfahren benutzen werden. Autodrive ist nur ein zum Feldfahrkurs. Das bedeutet, muss man eben kurz überlegen, was ich hier tue. Wenn ich irgendwo hinfahre, dann kann ich das mit Autodrive steuern. Dann muss man nicht immer hin und her und dies, das und was wir jetzt vorher hatten, so viel Maschinen schicken. Sondern Autodrive ist ein schlicht und ergreifend ein, eine Hilfe, um zum Feld zu kommen. Genauso ist es auch nicht erlaubt, Abladestellen mit Autodrive anzufahren. Finde ich ganz cool. Ob es dann jetzt auch in der Praxis wirklich cool ist, das werden wir sehen. Ich glaube, wir müssen dann gleich auch wieder abbiegen, um zum Händler zu kommen. Weil zumindest den Händler, den will ich mal eben eingefahren haben. Ist ja wirklich nicht so schlimm, wenn das hier eine Einbahnstraße wird. Wir können ja auch löschen, ne? So. Und gucke mal. Hopp. Dann machen wir das mal eben aus. Und zwar brauchen wir für die Silph hier einen Häckselvorsatz. Und ich habe gedacht, wir nehmen hier den weiß ich nicht, Lanteco, wie Lacotec, genau. Und dann gibt es das 345 Plus. Ich weiß gar nicht, ob das größere, nee, das hat das nicht. Das geht auch nicht, sondern geht nur das. Okay, das mieten wir auch dazu. Und weil das alles ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen größer wird, können wir noch so einen KW-Kub mit dazu. Der hat 47 Kubik. Hässlich in grün finde ich den besser. Den mieten wir uns noch dazu. Und den hängen wir dann hinten dran. Wir haben jetzt zumindest erstmal den Shop. Das ist schon mal cool. So, pass mal auf, bevor ich, damit ich das nicht nochmal falsch mache. Ich habe nämlich schon ein bisschen mit rumgeklebt.
Und habe dann festgestellt, nein, das ist nicht richtig. Und so rum ist jetzt nämlich auch nicht richtig. Also doch von der Seite. Ich hoffe mal, dass vielleicht irgendwann auch nochmal die Rechnung bezahlt werden. Link mit dem Zaunpfahl. Das wäre dann jetzt übrigens auch ein, wie sagt man? Eine Erntemaschine. Und die hat er jetzt nämlich erkannt. Bin mal gespannt, wie das ist mit der Sylphie. Ich bin da wirklich echt drauf gespannt. Ja, das kannst du mit mir jetzt nicht machen. So, Record. Ob wir den verbunden kriegen. Arg ist ja zu bezweifeln. Hat er nicht gemacht, ne? So ein Frechdachs. So, 6 Minuten sind schon wieder rum. Geht schneller, als man denken kann. Ich muss das wirklich mit der Einbahnstraße. Irgendwann hat der Cablink mal gesagt, du musst Einbahnstraßen nutzen. Das ist besser. Ne, ich denke, man muss einfach nur gerade auf der Straße fahren. Und jetzt muss ich gucken. Mach mal kurz auf. Ne, das ist nämlich genau unsere Kurve, die wir brauchen. Von wegen vorgefertigtes Wegnetz. Gibt's hier nicht. Gibt's schon. Also ich glaube, irgendjemand hat das schon fertig gemacht für die Bergmann. Aber ich weiß halt nicht, wer. Und wenn ich das nicht weiß... Aber wir kommen immerhin jetzt schon mal zum Feld. Ist doch schön. Und so viele Maschinen werden wir auch hier nicht fahren lassen. Denke ich mal, dass es irgendwelche Probleme gibt. Da hinten ist der Fermenter, denke ich. Und hier geht es nämlich jetzt rein. Und das machen wir jetzt nämlich auch. Und hier fahren wir jetzt rein auf den Feldweg und dann machen wir hier, setzen wir nämlich den Punkt Feld 3. Und dann ist die ganze Geschichte mit Autodrive nämlich auch erstmal erledigt. So, mal gucken, wie das hier geht mit dem, mit der Sylphie. Ne, das ist nicht richtig. Das da? Oh, es wurde überwiesen. Wir haben Geld. Dankeschön. Wir haben Geld gekriegt. Oh, hier 6 km/h. Schneller ist nicht. Wie das dann wohl sein wird, wenn man das mit einem großen Jaguar macht. Aber ich meine, jetzt haben wir 96.000. Und Sylphie häckseln, wir können ja auch häckseln angeben als Preis. Das ist geil, das gehört normalerweise auf jede Karte, also tut mir leid. Und wie man sieht, er hat einfach die Maistextur genommen und hat die Maistextur umgebaut. Aber warum auch nicht? Er hat sich wenigstens was einfallen lassen, sagen wir es mal so. Er hat gesagt, du, pass auf, so machen wir das. Und dann haben wir das so gemacht.
Der fährt nur 6, weil die Kiste läuft, okay. Dann wird es jetzt hier ein elendes An- und Ausschalten. Wir haben August übrigens. Das gefällt mir. Also mir gefällt es von der Pflanze und von dem ganzen Drumherum schon besser als Mais. Das muss ich sagen. Die Frage ist nur, also was ich gehört habe, ist, dass es extrem anstrengend ist zu sehen und zu pflanzen. Weil auf das kleine Feld gingen dann irgendwie mehrere Paletten von der Silphie. Und das ist übel. Und wenn man das jetzt vom Ertrag nimmt, aber ist schon ein schönes Bild, ne? Der Ertrag spielt halt die große Rolle. Und ich frage mich natürlich, was ist denn überhaupt, wenn man jetzt Bienen hier in der Nähe hat? Sind Bienen jetzt positiv da drauf gestimmt oder wie loftet? Also ich meine jetzt die LS-Bienen, ne? Das heißt ja auch durchwachsene Silphie übrigens. Und das Interessante an dieser Frucht ist, sie kriegt jedes Jahr, die wächst ja nach, also ich weiß nicht, ob die hier im LS auch nachwächst, das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden. Werde ich aber dann wahrscheinlich wissen. Die kriegt irgendwie jedes Jahr einen Blütentrieb mehr. Das bedeutet, wenn du die pflanzt, wird die immer besser. Und deswegen heißt die auch durchwachsene Silphie. Hier ist es ja so, dass da, wo der Maiskolben sonst sitzt, in der Maispflanze haben sie die Blüten angesiedelt. Also vom Kosten-Nutzen-Faktor würde ich sagen, Mais ist besser. Und ich würde definitiv sagen, ein großer Häcksler effektiver. Wesentlich effektiver. Es gibt ja keinen Rostelmarsch. Häcksler mehr. Vielleicht haben die sich auch mit Rostelmarsch überworfen, wer weiß das. Warte mal. Ah, ist gar nicht eingestellt. Immer. Weil ich habe irgendwann schon mal im Discord gefragt nach dem Rostelmarsch Schneidwerk. Es gab mal ein Schneidwerk, das konntest du noch einklappen. Die Räder und so. Also so wie diesen dicken Drapper, ne? Konntest du das machen. Also, warte mal, ich glaube. Hier, Schneidwerke. Und da gab es von Rostelmarsch eins mit Rädern. Es gibt ja diesen mit Rädern. Und da gab es von Rostelmarsch einen. Definitiv. Und da hat irgendjemand mir dann auch gleich einen Link geschickt. Das ist ja 0% effektiv.
Erstes Vorgewinde rum. Um 60%. Viel ist das jetzt nicht. Gut, man müsste das jetzt vergleichen mit dem Mais. Also man müsste jetzt Mais anbauen, um zu gucken, ob das genauso viel Ertrag gibt oder weniger oder doch mehr oder... Weiß nicht. Ich würde es feiern, wenn die Silphe hier mehr geben würde übrigens, ne? Das wäre ganz klar meins. Ich hoffe mal, gesät ist hier noch nichts. Ich fahre da einfach mal rüber. Weil wir müssen Vorgewände schaffen. Ich glaube, sonst ganz weg. Aber alles oder nichts, ne? Das ist so richtig meditativ irgendwie. Ich kann das gar nicht erklären, aber das ist so richtig so entspannt. Das ist was ganz anderes. So, du, wenn du so eine neue Feldfrucht erntest, deswegen bin ich ja auch so gespannt auf die Karotten, die dann irgendwann vielleicht kommen. Aber da seht ihr ja schon mal, worauf wir drauf hinarbeiten müssen, ne? Auf eine 500.000 Euro, um uns dann einen vernünftigen Jaguar zu kaufen. Weil so ist das ja, ne? Aber ich glaube, so können wir umdrehen. Dann können wir nämlich unten Vorgewände schaffen. Ne, wir fahren noch eine Runde. Wenn hier was gesät eigentlich? Gedüngt. 50% muss gewalzt werden. Okay. Ein bisschen was ist ja weg vom Feld. Voll geil. Siebenundneunzig, jetzt bringen wir das aber mal einmal kurz zum Fermenter. 99. Und passt das? Guck mal. Das holen wir uns aber gleich wieder. Das machen wir jetzt nur, weil wir dann rückwärts fahren müssen.
Lass es bitte der Fermenter. Lass es bitte den Fermenter sein. Nee. Doch, wenn man den Anhänger auswählt, dann vielleicht. Auch nicht? Das ist jetzt eine gute Frage, wohin damit? Das ist natürlich jetzt... Oder gibt es noch irgendwo anders einen Fermenter? Ich glaube nicht. Das ist jetzt schwierig. Ja, hier gibt es sowas nicht. Das ist ein Futtermischer, das ist kein Fermenter. Tja. Dann würde ich mal sagen, haben wir ein Problem. Ups. Houston, we have a problem. Und das ist der Fermenter. Das muss ich klären. Gut, wir haben ein bisschen Silphie geerntet. Ein bisschen. Also ganz gut eigentlich. Und das finde ich schon cool. Das können wir schon in Berechnung stellen. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann lass einen Daumen nach oben da. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist. Wenn es heißt, denke mal Axel von meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Axel, tschüss. Macht es gut. Bis dann. Und ciao.